Wir sollen uns jetzt während dem Abstürzen verkloppen. Ansonsten geht's denen noch gut, oder? Warte, so hoch war das Gebäude? Das glaube ich jetzt aber irgendwie nicht. Ich glaube, es geht bergab. Hilfe! Ich versuch's ja. Alter. Herzinfarkt. Meine Güte. Meine Fresse. Das ist jetzt ein einziger großer Quick-Event-Kampf, glaube ich. Ich krieg ja bald ein Herz, Kasper. Das ist doch kein Spiel für einen alten Mann wie mich. Aha. Ach so, sie wartet sogar auf mich. Ja. Ich mach lieber ein Safe State. Kann ich das auch irgendwie umgehen? Irgendwie nicht, oder? Nö, irgendwie kann ich das nicht umgehen. Das ja. Da. Toll, Sprünge ins Ungewisse. Meine Güte, also die fordert uns jetzt ordentlich. Naja gut, andererseits, Catwoman ist eigentlich immer noch einer der härtesten Gegner. Zumal ich ihr nicht wehtun will, ich meine, es ist Catwoman. Und das war der Abgrund. Hoppala. Ja, aber ernsthaft, es widerstrebt mir irgendwie, ihr weh zu tun. Also es ist eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere. Warum muss ich denn das machen? So, damit ich das alte Gequake nicht mehr habe, wenn ich wieder abstürze. Und ich weiß genau, es wird passieren. Kann ich das eigentlich nicht umgehen? Nee, irgendwie nicht. Toll. Also man muss Leben verlieren, oder? Wie verstehe ich das jetzt? Ach so, man muss sich durchrollen. Damit klappt das also. Aha. So, und im letzten... Gott. Die Frau hat eine Ausdauer. Das ist nicht normal. Da könnten sich manche Fußballer eine Scheibe von abschneiden. Boah, schaut euch mal an, wie die da durch die Gegend hüpft. Und die hat keine Superkräfte. Okay, wir auch nicht, aber wir sind alle halt ein alter Mann. Ja, unsere Superkraft ist alt sein. Meine Güte. Also das gefällt mir, die... Also, ja. Ist eine gute Idee, so eine Jump-Einlage. Ja, könntest du jetzt... Ah ja, endlich. Aha. Und wo kommen wir jetzt raus? Jetzt kloppen wir uns hier schon wieder, oder was? Okay. Okay, mal gucken. Spring mich ruhig an. Die olle Bullenpeitsche von hier. Na. Da. Okay, das war eigentlich nicht beabsichtigt. Ich will ja eigentlich nicht an den Kragen. Nur an die Bluse. Ich meinte... ich hab das nicht gesagt. Das war mein böser Zwilling. Deadman. Naja.
Also vor der Peitsche habe ich Respekt. Kannst du mal endlich aufhören, sie zu greifen? Auf solche plumpen Tricks fällt sie nicht rein. So, okay. Greifen wir einfach mal auf Sprungattacke zurück. Und. Oh, da. Geh weg. Böses Mädchen, böse Katze. Keiner will sich mit dir kloppen. Okay. Da. Die verarbeitet mich eher noch zu Katzenhack. Katzenstreu wollte ich sagen. Okay. Die ist hart. Okay, mal überlegen. Komm. Genau das will ich eigentlich nicht. Erstmal ein bisschen Platz verschaffen hier. Komm, geh weg. So, damit kann ich dir, glaube ich, auf Entfernungsschaden machen. Verbraten wir erstmal die Dinger. Und dann noch unsere Gasgranaten. Dafür ist sie zu schnell. Moment. Das Blöde ist bei der Option, ich weiß eigentlich noch immer nicht, für was eigentlich diese Gasdinger gut sein sollen. Das waren die Dinger, wo ich wollte. So. Komm schon, geh down, geh. Da, du sollst down gehen. Toll. Warum versucht er eigentlich ständig hier an die Wäsche zu gehen? Ums Verrecken will ich nicht in deiner Nähe bleiben. Du bist mir zu brutal. Na und. Get down. Oh. Meine Fresse, die ist hart. Also das sollte man nicht glauben, aber die ist hart. Die hält was aus. Ich prügel einfach mal auf sie drauf. Ich weiß zwar, dass es mir nichts bringen wird, aber... sie teilt ja ebenso gut aus wie ich. Also das ist mal ein echtes Mannsweib. Einer der Gründe, warum ich sie so gerne habe. Die kann austeilen. Einfach mal testen, was es mir bringt, wenn ich einfach stupide draufprügle. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich kein großer Fan davon. Ich meine, das ist ja meine Dame. So, jetzt mal gucken, ob ich sie genug geschwächt habe. Na? Gott sei Dank. Meine Fresse, war das ein Kampf. So, was kommt jetzt? Stage clear, das war alles? Einfach nur verkloppen? Ach komm schon, Leute. Das ist eine Dame, da kann man doch ein bisschen Background-Story gönnen. Böse Entwickler. Was? Trouble in Transit. Oh ne, eine Batmobil-Mission. Safe State! Oh! Two-Face! Oh Gott! Haha! Jetzt wird's haarig! Two-Face, da gönn ich mir erstmal ein Schlückchen Kaffee. Leckerer Milchkaffee. So, jetzt können wir auch mal wieder erfolglos versuchen, das ganze Geschwalle wegzuklicken. So. Ach du meine Fresse. Aha, mit der Taste gebe ich... What the fuck? Ein MG? Warum hat Betsy ein MG? Das ist immer was ganz Neues. Was brauche ich?